Bescherung war jetzt und ich war überhaupt nicht geschminkt, aber ich habe gedacht, ja, ich habe es total verpeilt und ich lasse es jetzt einfach. Und jetzt würde ich euch gerne die Geschenke zeigen, wo ich bekommen habe. Als allererstes von meiner Schwester mit so einem Duschgel und Parfüm und einem lilanen Nagellack. Den hole ich schnell raus. So, also hier ist das Duschgel, das Parfüm und der Nagellack ist von P2 und die Farbe ist Fancy Fairy Tale 880. Sieht man gerade schlecht. Ich weiß gar nicht. Ich denke, den gibt es auch so. Falls jemand so ein Lila mag. Ist auch voll schön. Lila. Und hier das Parfüm. Das riecht auch so geil. Also ist mein erstes Balea Parfüm. Und hier ist das Duschgel. Saints of Magic. Blumig frischer Duft. Passt doch zu mir. Ich liebe diese süßen, fruchtigen, blumigen Düfte. Von meiner anderen Schwester habe ich einen Schal vom Beimarkt bekommen. Und zwar ist das so ein weißer, flauschiger Rundschal. Und ja, da ist echt genial. Und zwar habe ich ihn jetzt gerade extra angezogen. Habe ich den an meiner Schwester gesehen und auch schon im Beimarkt. Und fand den so genial, auch weil es so richtig flauschig ist. Und dann dachte ich mir, oh ja, der Schal ist geil, den hätte ich auch gern. Und jetzt hat sie mir ihn zu Weihnachten geholt und das ist so toll. Habe gerade den Schal ausgezogen. Und ja, ich würde sagen, dann kommen wir schon zum absoluten Highlight dieser Weihnachtsgeschenke. Und zwar ist das dieser Ball. Scherz. Es ist ein kleiner süßer Teddyhamster, wo ich wirklich so gern, ich habe mir so gern einen Hamster gewünscht und bin jetzt so überglücklich, dass ich einen Teddyhamster habe und der ist so verdammt niedlich und natürlich werde ich den jetzt auch zeigen, also schaut gut hin. Cookie, zeig dich mal. Natürlich ist das nicht, da bekommt auch ein anderer Käfig. Das ist so ein, komm mal da. Cookie, hallo. Komm da einfach raus fürs Video, okay? Ich werde ihn jetzt versuchen rauszuholen fürs Video. Ich weiß aber nicht, ob er abhaut. Er ist nämlich noch ein bisschen. Komm her. Komm, nein. Cookie. Ja, also. Das ist Cookie. Da. Guck mal, das bist du. Das bist du. Und er ist echt so ein niedlicher Hamster. Und jetzt ist dann er. Cookie. Und das Witzigste ist immer noch das Zubehör. Er hat hier erstmal seine gesunde Süßigkeiten. Das bekommt er zweimal am Tag. Zum Beispiel wie so eine Banane. Aber heute hat er schon seine zwei Leckerlis, gell? Heute hattest du es schon. Ist total zutraulich. Und ein absolutes Leckerli. Mehlwürmer. Keine Angst, sie sind schon tot. Und ich bin, er wollte sie noch nicht. Jetzt bin ich gespannt, wann er
sie probieren wird. Das heißt ja, das ist ein absoluter Leckerbissen, aber momentan ist er überhaupt nicht der Fan davon. Ja, ich scheue mich nicht, ihm den eine Hand zu geben. Ich bin nicht so, wo ich sage, ihh, ein Mehlwurm. Was, ich gucke. Das ist mein kleines Knäuelchen. So niedlich. Sein Zubehör ist so ein Ball. Da kann er sich so drehen, aber da fehlt was. Also der Ball bleibt wahrscheinlich nicht. Dann das ist im Käfig drin. Das ist so ein Nest aus Gras und... Wo willst du denn hin? Bleib sofort da. Dann hat er so eine Hamsterwatte in einem Nike-Schuh-Koffer, genau. Und eine, also sowas, so ein, daraus kann er sich ein Bettchen bauen. Schnuggelnest. Aus orangener Watte, zufälligerweise meine Lieblingsfarbe. Und ein grünes Napf. Das kommt aber dann in seinen neuen Käfig, weil er bekommt noch einen anderen Käfig. Und wo willst du hin? Gugi, nicht auswandern. Wo willst du denn hin? Und ich bin so überglücklich. Da oben sind Fußballmänner. Wo gehst du denn? Über meine Deo-Flasche. Du Ding, du siehst das Ding, du. Du siehst der Keks. Mein Bett knüttelt. Deswegen Cookie, komm wieder her. Dann beenden wir das Video gemeinsam. Du kleiner Hamster. Ja, ich weiß, du würdest dich jetzt noch gerne ein bisschen umschauen. Komm her, lass los. So. Das wird so nichts. Und dann hoffe ich, hat euch das Video gefallen. Und das war so ein kleiner Ablauf am Christmastag. Ich habe gedacht, das war vielleicht ganz interessant. Und damit sagen wir hier Tschüss. Gugi, wo willst du hin? Wo willst du denn hin? Cookie ist übrigens 7 Wochen alt. Hol dir ein Haustier-Tag. Aber was? Cookie, nicht abstürzen, okay? Da geht's runter, da geht's tief runter. Ja, genau. Krabbel wieder zurück. Yeah!